Wie die Pirole sind auch die Adlerbussard-Eltern jetzt ständig auf Nahrungssuche. Eine Gefahr für die Ziesel, die nur erhöhte Aufmerksamkeit schützt. So wird anstatt des kleinen Nagers eine Eidechse zu Vogelfutter. Ist die Luft wieder rein, widmen sich die Ziesel ihrer Lieblingsbeschäftigung, dem Fressen. Trotzdem sind sie stets wachsam, denn Gefahr droht von vielen Seiten. Von den Ziegen aufgeschreckt, eine Sandotter. Bulgariens giftigste Schlange hat es eigentlich auf junge Ziesel abgesehen. Ihr kommt eine der Ziegen in die Quere. Ohne zu bemerken, dass sie nun in Gefahr ist. Die Herde zeigt sich wenig beeindruckt. Im Gegenteil. Neugierig beschnuppern die Ziegen das Reptil, bis es sich davon macht. Unbeschadet ziehen sie weiter, hinterlassen nur ein schnelles Geschenk für Käfer und Co. Der Ziegenkot enthält wertvolle Mineralien und dient als Kinderstube und Dünger. Die Fresslust der Ziegen erhält den Lebensraum und schafft für zahlreiche Insekten paradiesische Verhältnisse. Die sonnendurchfluteten Hänge tun ihr Übriges, dass sich Insekten und die, die von ihnen leben, wohlfühlen.